Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, da werde ich kein Unboxing, kein Hardware-Video machen, da werde ich einfach nur ein Video machen. Ich habe nämlich eine Anfrage gekriegt, ob ich ein Produkt vorstellen wollen würde. Und das passt super. Weil genau das habe ich nämlich für meine Mutter suchen sollen. Ein Tierhaarrasierer. Der hat hier so einen Knopf für leiser machen angeblich wohl. Werden wir uns überzeugen. Weil meine Mutter hat ja Langhaar-Perserkatzen. Und ja, für den Mops brauchst du das jetzt nicht so ganz. Aber für die Langhaar-Perser, die sind jetzt auch schon ziemlich alt. Und dann kommt da kaum noch hinterher, weil ja, die machen sich halt auch teilweise ein und so. Die sind jetzt auch schon 16 Jahre alt. Und dann hat sie noch die kleine Perser, also, und ja, und die eine beim Saufen macht die sich vorne mal alles nass. Und da hat sie gefragt, ob ich so ein Ding mal suchen kann. Und da kam dann halt auch die Anfrage. Und da habe ich natürlich gesagt, na klar, machen wir. Dann gucken wir mal rein. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, wie es hier drin aussieht. Hier haben wir eine Anleitung. User Manual. In Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Espanol und Japanisch. Ich werde die jetzt natürlich nicht vorzeigen können. Ich habe jetzt kein Tier hier, so, was ich schreddern kann. Also die Haare. So, wir packen einmal nur aus. Wir haben einmal, haben wir dann auf jeden Fall so eine... Oh, das ist ja mehr als wenn ich einen Rasierer für mich kaufe an Reinigungsflüssigkeit. Ich kriege immer nur so eine ganz kleine Flasche mit dazu. Hier ist die doppelte. Cool. So, und dann haben wir hier, das sind die Aufsätze. Ach, die sind doppelseitig. Ah, okay. Oben ist, also hier, das ist 9 mm und das sind 12 mm. Das sind 3 mm und das sind 6 mm. Dann kommt wohl drauf an, wie du rum du das einlegst. Also praktisch, ja, hier, das wäre dann, wenn du den Ruf machst und so rasierst, 9 und das ist hier 12. Ja, ist platzsparend. Hast du halt 2 in eben. Der Rasierer ist jetzt nochmal in so einer Papphülle, in so einer Pappfolie, Papptüte. Finde ich so in der Hinsicht auch noch nicht. Den will ich dann nämlich nachher gleich zu meiner Mutter bringen. So, machen wir mal ein bisschen Platz. So, das ist der Rasierer. Was ich sehr schön finde, dass ein großer, fetter Taster ist. Weil im Eifer des Gefechts, wenn du halt Katzen festhalten musst und die wehren sich wie weiß ich was, dann brauchst du eine fette Taste und nicht so eine kleine Taste, die du so schnell mal so... Aha, okay. Hiermit machen wir halt nicht an. Hier stellen wir die gewünschte Millimeterzahl an. Wir können von 1,9, 1,6, 1,3 und das ist 1,0. Das steht dann hier unten, 1,0. Versuchen wir euch das zu zeigen. Wartet mal, ich denke mal am besten ist wieder mit reinzoomen. Ich hoffe, der Lüfter ist nicht zu laut, aber es ist hier wirklich barbarisch heiß gerade. So, hier seht ihr das. Da steht 1,0. Und wenn wir jetzt hier runter machen, da haben wir dann die anderen drei Zahlen. Und je nachdem. Ich versuche gerade, dass ich nicht zu weit hochkomme. 1, 2, 3. Aha. So, hier könnt ihr das denn sehen. Da oben stehen zwei Zahlen. Hier unten logischerweise noch nichts. Und wenn wir jetzt ganz kurz haben wollen, so einfach ganz hoch. Und jetzt machen wir einfach mal an. Er hat schon Lautstärke. Leiser als eine normale Haarschneidemaschine. Das ist dann noch lauter. Ist aber auch schneller.
Was ihr auch sehen könnt hier, das ist eine Keramikklinge, so wie das aussieht. Die schiebt sich dann nach oben. Ich mache die jetzt mal, das weiß ich hier. Ich mache die jetzt einfach mal hoch, dann seht ihr das. Ihr habt das gesehen? Mach nochmal. Da. Ihr hört das. Dann haben wir noch eine andere Stufe. Also ist schon leiser als die herkömmlichen, muss ich sagen. Aber ich hatte gedacht, dass es vielleicht noch ein Tick leiser ist. Aber naja. So, wartet mal. Ich zeige euch jetzt gleich noch was. Und zwar haben wir hier den USB-Kabel. Das ganz normale USB, wie ihr kennt. Und auf der anderen Seite endlich USB-C. Nicht mehr so viel Kabelwirrwarr. Jetzt wird überall nur noch USB-C eingebaut. Herrlich. Das ist schön. Das gefällt mir. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Kabel kommt dann hier unten rein. Ist auch alles schön verstaut. In dem Karton. Der macht auch einen robusten Eindruck. Da kann man immer wieder zurückpacken und in den Schrank packen. Und dann fliegen die Teile nicht rum. So, Entschuldigung, habe ich jetzt rauszoomen. Also finde ich ganz gut. Bring nachher gleich mal meiner Mutter. Link werde ich euch in die Videobeschreibung machen. Ist Docker. Modell PC03. Ich weiß nicht, ob es davon noch andere Modelle gibt. Zwei Power-Modus. Quid und Turbo. Soll halt gut für Hunde sensible, ja, für sensible Pets. Müsste man gucken. Ja. Dann hoffe ich, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ah, da kommt schon die, kommt schon das erste Opfer, so wie es aussieht. Können wir doch nochmal die Lautstärke testen, bevor wir jetzt aufhören. Ja, die weht schon, was blüht, deswegen haut sie ab. So, nichtsdestotrotz verabscheue ich mich für jetzt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.